Jo Leute, herzlich willkommen auf Steel PG Rough Special zu einem neuen Unboxing und mein drittes Wii U Spiel, das ich unboxe. Dieses Mal in wunderschönem Grün, ist ja die Farbe des Glücks und die Farbe der Hoffnung. Und ihr könnt ja schon erkennen, was es für ein Spiel ist. Also ich wollte es eigentlich auch erst aus dem Amazon-Umschlag unboxen. Ich wollte eigentlich mit euch zum Briefkasten gehen. Allerdings wurde das mit einer anderen Bestellung mitgeliefert. In einem Riesenumschlag, so dass ich das natürlich schwierig machen ließ. Aber Hauptsache, ich habe es zum Release bekommen. Es handelt sich um New Super Luigi U Bros. Durchgestrichen. Ist ja der DLC. Eigentlich als DLC veröffentlicht vor ein paar Wochen für New Super Mario Bros. U. Doch jetzt auch als Retail-Version anlässlich des 30. Geburtstags von Luigi. Beziehungsweise ist das der Erbe des Luigis. Der 30. Geburtstag, der wurde nicht so richtig erwähnt, finde ich. Finde ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall besitze ich ja das Original New Super Mario Bros. U nicht, da mir der 3D-Teil ganz schön gestunken hat. Und das ist eine etwas abveränderte Version, ist irgendwie ganz schön crazy, weil zum Beispiel Luigi spielt die Hauptrolle und man kann Mopsy spielen, der spezielle Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel, er kann keine Power-Ups einsammeln, dafür ist er allerdings unbesiegbar. Aber die Toads sind natürlich dabei. Und Nintendo hat halt dieses Spiel als Retail veröffentlicht für diejenigen, die halt das Original nicht besitzen. Übrigens ganz schön klein geschrieben, finde ich. Und hier haben wir das Symbol, wie es im Wii U-Menü erscheint. Ja, der DLC, der kostet ja 20 Euro. Und als Retail-Version 40 Euro, eigentlich 30 Euro angekündigt. Aber trotzdem muss man 10 Euro draufzahlen. Also ich hätte den DLC lieber für 10 Euro verkauft und das Spiel hier als Retail für 30. Wobei, das ist ja nur die Verpackung und eine Disc. Und wie gesagt, ihr müsst halt, wenn ihr es euch aus dem eShop downloaden wollt, braucht ihr halt New Super Mario Bros. U, da das da ein DLC ist und hier ist halt ein Retail-Spiel. Lässt sich genauso spielen wie das Original, nur dass halt etwas verändert ist. Zum Beispiel, man hat in jedem Level nur 100 Sekunden Zeit. Die Levelkarte ist dieselbe, aber die Level an sich sind verändert. Und ja, natürlich mit der klassischen Luigi-Steuerung, also Mario kommt nicht vor, aber Luigi spielt, aber Luigi lässt sich genauso spielen wie im normalen New Super Mario Bros. U. Und das Spiel ist auch nur limitiert verfügbar als Kaufversion, als DLC wird es wahrscheinlich noch länger verfügbar sein. Das hier ist nur verfügbar bis Ende 2013. Und ja, da steht es ja nochmal. Ich habe gerade Angst gehabt, dass da steht, New Super Mario Bros. U wird benötigt, um das Spiel zu spielen. Ja, und da steht, New Super Mario Bros. U wird nicht benötigt, um dieses Spiel zu spielen. Ich hatte gerade Angst, aber ich habe es ja auch schon gehört. Außerdem, Unterschied ist, es wurde ja gesagt, ein Update soll rauskommen. Mit dem Download von New Super Luigi U, damit man auch New Super Mario Bros. U mit dem Pro Controller spielen kann. Hier. Okay, entschuldigt Leute und entschuldigt auch, dass es wie immer nicht HD ist, aber ihr wisst ja, es dauert mir zu lange, das hochzuladen. War halt eine kurze Unterbrechung. Also gut, es lässt sich wie New Super Mario Bros. U von Beginn an mit Gamepad und Wii-Fernbedienung steuern. Allerdings kommt der Pro Controller hinzu und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich habe einen Pro Controller und der liegt da irgendwie halt nur so lose rum. Deswegen bin ich ganz glücklich darüber. Außerdem, Nintendo Network wird unterstützt und das Original New Super Mario Bros. U ist nicht drauf. Ist aber auch irgendwie selbstverständlich. Gut. Das Cover ist auch anders und komischerweise in der grünen Verpackung, aber für so ein besonderes Spiel braucht es auch eine besondere Verpackung. Ist das dritte Spiel dieses Jahr, in dem Luigi die Hauptrolle spielt, nach Luigi's Mansion 2. Und nicht zu vergessen, das am 12. Juli erschienene Mario und Luigi Dream Team Bros., der vierte Teil der Mario und Luigi Serie. So, wie immer benutze ich mein Taschenmesser, auch wenn es eigentlich normalerweise einen Streifen gibt. Gibt es ja auch hier. Aber ich mache es wie immer auf meine Special, Something Special Weise. So, habe ich mich geschnitten. Das ist ja Luca passiert mal. So.
Ups, ich habe gerade gedacht, ich hätte. Mein Gott, immer wieder denke ich, dass mir irgendeine Katastrophe geschieht. Ich habe gerade gedacht, ich habe die Folie, die das Cover deckt, habe ich runtergeschält. Nee, es hat nur ein paar kleine Spuren, die ihr gar nicht sehen könnt. So, dann haben wir hier die Disc. Hier auch schön, wenn man so dreht, dann ist es praktisch so eine Welt halt. Der Code. Wie bei Wario, Game and Wario, keine richtige Bedienungsanleitung, sondern eher nur Software Instruction, weil die richtige Bedienungsanleitung befindet sich auf der Software drauf. Die kann man vom WU-Menü aus aufrufen. Und dann noch die wichtigen Informationen, aber die interessieren wie immer keinen. Ja, wie viele Sterne es dafür geben wird, also es hat ja nur 40 € gekostet, deswegen denke ich mal, wird es wie bei Game mit Wario auf 40, nein, falsch, nicht 40, sondern 200 Sterne fallen. Was ich auch schade finde, kein Wendecover. Aber das muss ja nicht immer sein bei so einer Super Limited, was weiß ich, Edition. Jo, also, ich denke mal, und das Spiel wird mir Spaß machen. Ich kann es leider jetzt nicht gleich austesten, da ich zu meinem Freund hochgehe. Vielleicht spielen wir es ja oben zum ersten Mal, weil er wird es sich nicht kaufen. Jo. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie habt ihr es euch gekauft? Entweder als DLC, weil bei mir ist es ja nicht möglich, das als DLC zu kaufen. Erstens, da ich das Originalspiel nicht habe. Und zweitens, da ich mit meiner Wii U nicht online komme. Ja, schreibt mal in die Kommentare und schreibt mal, wie euch das Spiel gefällt. Ich habe ja schon einige Let's Plays gesehen. Das Spiel ist ja schon als DLC schon länger erhältlich. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen und wir sehen uns bei weiteren Videos wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.